Bevor das Video losgeht, eine kurze Info. Ich hatte, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, alle meine alten Aufnahmen gelöscht, die nicht gerendert waren. In der festen Annahme, dass ich die alle fertig gerendert habe. Dann gucke ich gerade in den Ordner von Eurofishing rein, wo alle meine gerenderten Eurofishing-Videos drin sind und muss mit Erschrecken feststellen, die Folge 4 fehlt. So, da haben wir eine Schlamassel. Also die hatte ich irgendwie anscheinend nicht gerendert. Ich habe jetzt die Quelldatei gelöscht. Und kann sie leider nicht mehr herstellen, was mehrere Stunden dauern würde, meine Festplatte zu suchen. Ich habe es gerade versucht, aber die hat 3 Terabyte und das würde ewig dauern. Deshalb kann ich leider das Video nicht mehr bringen, das letzte. Und ich nehme in dem aktuellen Video Bezug darauf, weil ich da in Spanien war und versucht habe, einen Wels zu fangen. Ist mir aber nicht gelungen. Da waren nur ein paar Karpfen bei, auch ein paar dicke Karpfen, aber gut. Spanien holen wir auf jeden Fall dann noch im anderen Video nach. Nur damit ihr Bescheid wisst, falls ich jetzt hier im aktuellen Video über Spanien rede, dass ihr das Video nicht auf meinem Kanal findet. Also nicht verzweifelt suchen und denken, was redet ihr da für ein Bullshit. Aber ich kann euch versprechen, das Video hier ist auf jeden Fall sowieso besser geworden als das von Spanien. Denn hier haben wir ein paar richtig schöne Fische gefangen. In Spanien ist mir der Wels nicht gelungen. Aber ob wir den hier fangen, das werden wir jetzt gleich sehen, wenn das Video losgeht. Also viel Spaß dabei und sorry für mein Versagen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Eurofishing. Wir haben natürlich jetzt mal den Wels nicht gefangen, deshalb werden wir es dieses Mal wieder versuchen. Kann ja nicht sein, dass der uns entwischt. Ich habe mir auch schon die Rolle gekauft zum Wels- und Karpfenangeln, die wir jetzt mal schon gesehen haben. Wo haben wir sie? Hier haben wir sie. Hat 6000 gekostet, deshalb bin ich jetzt wieder pleite. Macht aber nichts, weil wir jetzt gleich wieder ein paar Fische fangen werden und dann ein paar Dollar beziehungsweise hier die Anglerpunkte dazu verdienen werden, damit wir uns auch noch die Route hier kaufen können. Aber da muss ich mich noch irgendwie durch freischalten. Kriegen wir aber hin, kein Problem. Nichtsdestotrotz werden wir es jetzt natürlich erstmal wieder auf den Wels versuchen. Aber damit das nicht ganz so langweilig wird, beziehungsweise wir mal ein bisschen Abwechslung da reinkriegen, werden wir es an dem See hier, glaube ich, versuchen. Ja, da haben wir die Flussfelsen auch am Start. Ob die da jetzt so viel mehr sind als in Spanien, wage ich zu bezweifeln. Aber ich habe mir gedacht, komm, Spanien war mal letztes Mal, also machen wir diesmal hier in, ich weiß gar nicht, was das für ein Land ist, England. Da steht es sogar. Steht sogar dabei, tatsächlich. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Also gehen wir jetzt zum St. John's Lake. 21 Bossfische gibt es hier. 42 Kilo ist der schwerste. Das ist wahrscheinlich auch ein Flusswels. Gucken wir mal, ob wir den rausziehen. Wir starten mal hier so um 6 Uhr Tag. Nochmal 4 Stunden. Bedingungen lassen wir mal zufällig Wind ein. Und unseren Angelkoffer 2 natürlich. Das müsste der richtige sein, glaube ich. Da steht jetzt nicht, welche Rollen ich dabei habe, aber boah, ne, komm, bevor ich hier nochmal gleich. Ja, das ist er. Genau. Hier ist nämlich die Beginner Reel und hier haben wir die Sonic Turnos 10.000. Perfekt, nehmen wir die und dann gehen wir da hin. Wo haben wir es jetzt hier? Freies Angeln. St. John's Lake. Zack. Also muss ich natürlich alles neu anstellen. Ah ne, ist sogar geblieben. Ist ja Wahnsinn. Das Spiel speichert sogar hier die Zwischenstände. Na gut, dann klicken wir mal auf Spielen und warten, dass er lädt. Und dann gucken wir uns den See mal an. Da waren wir auch noch nicht. Karpfen gibt es hier wahrscheinlich auch jede Menge, also werden wir die auch wieder zu Genüge fangen. Und auf jeden Fall gibt es hier eine Menge Angelspots. Alle paar Meter haben wir einen. Ich möchte mal hier auf die Landzunge, glaube ich. Irgendwo hier, also werde ich hier starten. Gut, warum steht da ein Zelt? Ich spiele doch Singleplayer, meine Freunde. Warum steht hier ein fucking Zelt in der Pampa? Ja, kann ich euch auch nicht sagen. Ist mir auch egal. Ich werde mir jetzt erstmal ein Plätzchen hier suchen. Nehme ich das hier vorne. Ja, oder das hier. Das hier sieht gut aus. Schön hier an der Spitze der Landzunge. Da können wir. Ja, wobei der Baum hier gefällt mir nicht so. Hm. Aber das ist auch so ein Baum. Egal, dann bleiben wir jetzt hier. Wir richten uns ein und dann machen wir das so wie letztes Mal. Da hinten ist schon einer gesprungen. Hier vorne sind Bläschen.
Hier gucken so ein paar Wasserpflanzen raus. Also Fische sollten wir ja auf jeden Fall kriegen. Und die Rolle sieht natürlich richtig fett aus. Richtig geil. Dann rüsten wir mal erstmal die anderen beiden Ruten aus. Denn wir wollen natürlich wieder mit den großen Haken hier angeln. Ein Vierer, ein Sechser. Ja, ich glaube, den anderen kann ich dann auch auf 8 lassen. Machen wir die mal ganz groß. Mit dem hier. Und werfen die mal irgendwo da. What? Wo ist der jetzt? Bekommt man das nicht mehr angezeigt? Oder ist das jetzt hier... Ah, da bekomme ich es jetzt angezeigt. Warum habe ich das denn nicht angezeigt bekommen? Nochmal neu auswerfen. Flieg, mein Freund. Ah, das ist irgendwie so ein kleiner Grafikbug. Versinkt langsam im Meer. Soll uns erstmal egal sein. Ich nehme auf jeden Fall mal die nächste Route in die Hand. Vier hatten wir da, oder? Boah, ich bin echt vergesslich. Nehmen wir hier die 6 und den. Ja, komm, die anderen beiden machen wir mit Boilie. Wenn wir jetzt einen Dampel, das muss reichen. Die Welse kriegen wir auf jeden Fall auch auf Boilie, wenn einer da ist. Aber jetzt haben wir erstmal Regen. Das ist natürlich auch nicht ganz so geil. Na, ich glaube, das ist jetzt hier aber ein neuer Bug an dem See. Dass man die Köder nicht mehr sieht. Macht aber nichts. Wir werfen einfach die hier auch noch aus. Und gucken, ob was anbeißt. Aber bei Regen habe ich mir das Gefühl, dass nichts anbeißt. Aber egal, ich stelle mich jetzt mal hier zurück. Es ist natürlich blöd, dass wir die Nummer nicht sehen. Wo hier welche Route ist. Also kann ich das nicht so genau beobachten. Also müssen wir einfach mal warten, wann hier der Bissanzeiger losgeht. Da geht er schon los. Auf der 1 natürlich wieder bei der kleinsten Route. Nichtsdestotrotz werden wir den hier erstmal ausdrillen. Und schauen, was wir da haben. Erstmal die Bremse hier hoch auf jeden Fall. Und dann schön ranpumpen den Fisch. Und dann bekommen wir den auch. Und dann heißt es halt, die ganze Zeit wieder abwarten, ob wir auf die anderen beiden Routen Biss bekommen werden. Tatsächlich, also irgendwie. Ich weiß nicht mehr, ob es ein Bug ist oder ob das einfach extra so ist, dass man die nicht mehr sieht, wenn die zu weit draußen sind. Wenn die dann näher kommen, dann sieht man das irgendwie wieder. Aber kann ich nicht mal sagen, ob das gewollt ist oder nicht. Das werden dann die nächsten Patches zeigen. Aber viel wehren tut er sich jetzt hier auch nicht. Ich habe jetzt hier natürlich auch die neue Route und die nee, neue Route, sehr schön, die neue Rolle und die neue Schnur in Kombination. Fehlt noch die Route, dann kann uns sowieso nichts mehr was. Dann können wir auf die richtig großen Brocken gehen, was wir jetzt eigentlich schon machen, aber die wollen halt noch nicht so, wie wir wollen. Wenigstens sehen wir hier mal das Regenfeeling hier auch noch im Spiel. Ich glaube, Regen hatten wir es jetzt noch gar nicht. Na komm. Du kannst doch langsam aufgeben. Da haben wir ihn schon, da haben wir ihn gesehen. Und das sieht nach einem Karpfen aus. Den cachen wir mal. Zack, da haben wir den ersten Karpfen an der Leine und an Land. Boah, sogar hier die Wassertropfen sind hier auf dem Fisch, wenn es regnet. Wenn man das so eine Animation hier, das ist ja Wahnsinn. 7 Kilo Karpfen. Nice. Erster Fisch auf jeden Fall an Land. Perfekt. Den setzen wir dann auch direkt wieder zurück, damit wir neu auswerfen können und ich hier im Busch hängen. Aber ich muss ja auch im Busch hier hängen, damit ich die gleich wieder da drauf legen kann. So, raus mit jedem Köder. Okay, der war wieder nicht so weit, aber ist egal. Wird schon was anbeißen wieder. Aber ich hätte erstmal lieber ein bisschen auf die anderen beiden. Aber auf die großen Haken. Ich weiß nicht, ob die ein bisschen nur bei mir selten sind oder ob das generell so ist. Wenn ihr da was wisst, könnt ihr das gerne schreiben. Oder wenn ihr den geheimen Weltspot kennt, dann natürlich auch immer her damit. Aber bis jetzt habe ich hier außer durch Zufall mal ein, zwei keinen gefangen. Vielleicht sind die auch extra schwer zu fangen. Aber ich finde, dann sollten die das generell ein bisschen besser ausbalancieren, damit man die Kleinen nicht so leicht fängt. Und die großen gar nicht. Aber wir haben ja Geduld und Zeit.
Und deshalb können wir hier einfach mal abwarten, ob da was passiert. Bei Regen habe ich auch den Eindruck, dass man überhaupt keine Fischaktivitäten sieht. Weder springende Fische noch Bläschen. Okay, Bläschen macht jetzt vielleicht Sinn, dass man die nicht sieht, weil man die in echt auch schwer erkennen würde, wenn die Wassertropfen auf das Wasser fallen. Aber springende Fische, jetzt habe ich gerade ein Plätschern gehört. Aber gesehen habe ich keinen. Na gut, aber kann dann auch gleich wieder aufhören. Und dann haben wir vielleicht mehr Glück. Oder es rechnet sich jetzt halt ein. Da hinten ist einer gesprungen, den habe ich genau gesehen. Aber so kann ich halt nicht werfen. Ich hoffe, dass ich dann mit den anderen teuren Routen ein bisschen weiter werfen kann. Beziehungsweise der Wurf jetzt hier lag natürlich an meinem Unvermögen und nicht an der Route. Aber mit der anderen Route kommen wir dann vielleicht auch weiter, wenn wir ein bisschen... Beziehungsweise wenn wir perfekt auswerfen. Ich habe den Eindruck, dass ich hiermit sowieso nicht weit komme mit den Routen. Gerade bei den Wurf-Challenges, die es gibt. Da weiß ich nicht, wie man da manchmal die Maximalpunktzahl erreichen soll, weil ganz im Ernst, das habe ich so oft versucht und nicht geschafft. Deshalb glaube ich einfach, dass es an der Route liegt. Die Challenges werden wir uns natürlich auch noch angucken. Aber alles der Reihe nach. Erstmal wollen wir hier natürlich einen Wels haben. Wenn das jetzt diesmal nicht klappt, dann müssen wir halt mal abwarten, was wir dann machen. Die Turniere müssen wir auf jeden Fall noch alle machen, bis zur Weltmeisterschaft. Weil wir wollen auch Weltmeister werden. Aber das werden wir schon alles der Zeit nach machen. Genauso wie wir hier noch einen Fisch fangen werden. Nur die Fische wissen das nicht. Da vorne ist einer gesprungen. Komm, der ist direkt an so einem Köder da hinten. Der kann doch jetzt mal dran gehen. Aber nicht mal auf unseren kleinen Haken stehen die mehr. Dann gucken wir uns hier halt mal die Wassereffekte auf dem Boden an. Wunderschön. Boah, jetzt noch so ein bisschen Kraut. Den kann ich doch eigentlich bestimmt direkt mal Nahkampfangeln machen. Und da kriegen wir bis auf die 2. Hallo, hier, nimm die 2 in der Hand, mein Freund. Da haben wir doch schon den zweitgrößten Haken, glaube ich, dran. Den wir zumindest in der Tasche haben. Ich weiß nicht, ob es da größere gibt. Also wenn das jetzt hier kein ordentlicher Brummer ist, Druck macht der gerade nicht an der Route. Aber kann er noch werden. Na gut, scheint jetzt auch nicht so das Monster zu sein. Wahrscheinlich auch wieder so ein 5-Kilo-Karpfen oder so, der einfach das Maul ein bisschen weit aufgerissen hat. Aber wir ziehen jetzt einfach mal hier, bis er nicht mehr kann, an uns ran. Das war natürlich auch super gereimt von mir, also dichter bin ich auch noch. Das wissen die wenigsten, aber manchmal rutscht mir einer raus. Okay, jetzt kämpft er ein bisschen mehr. Manchmal flüchtet er noch ein bisschen. Aber es ist nicht so, dass er irgendwie Gefahr läuft abzureißen. Dafür ist er dann doch ein bisschen zu schwach auf die Beine. Aber immer diese Spannung, was als nächstes auftauchen wird. Natürlich gibt es hier nicht so viele Fischarten in dem Spiel. Aber es ist nicht so, dass man hier sagen könnte, ja, ich gehe mit Boilies angeln und dann wird das immer ein Karpfen. Ich habe auch schon die Boschschleie da letztes Mal hatte ich auch mit Boily gefangen, beziehungsweise die vor dem Video, die hatte ich ja im Video nicht erwischt. In Spanien. Ah, jetzt wehrt er sich nochmal ein bisschen. Aber wir haben ja alle Zeit der Welt, weil wir an den anderen Routen sowieso keine Aktivität haben. Okay, sagte es und es piepte. Aber der hat wieder losgelassen. Na, jetzt will er doch nicht so recht hier rankommen. Aber jetzt, ich glaube, jetzt hat er aufgegeben. Ja. Jetzt können wir den kurz ranpumpen. Und da sehen wir schon, auch ein Karpfen. Ziehen wir mal direkt hier den Kescher an Land. Ich sehe jetzt natürlich nicht solche Bäume hier. Aber da haben wir schon auch wieder einen Schuppenkarpfen. Aber die Kopfform bei dem ist anders. Oder meine ich das nur, dass die ein bisschen mehr nach unten, mehr gedrückter ist? 10 Kilo auf jeden Fall, schon mal größer als der von gerade.
Also größere Haken bringen auch größere Fische logischerweise. Schöner Fisch auf jeden Fall. Packen wir aber wieder zurück ins Wasser und versuchen unser Glück erneut. Da hinten springt, aber so weit komme ich wieder nicht. So, plöpp. Und dann lassen wir den liegen. Das Blöde ist halt natürlich, ich sehe überhaupt nicht, auf welchem Grund ich hier bin. Was piept denn da SOS? Keine Ahnung, ich werde jetzt erstmal Nahkampfangeln machen an dem Kraut hier. Okay, ich werde keinen Nahkampfangeln machen. Ich werde mir erstmal die zwei hier reinholen. Aber so viel Zeit muss sein, dass ich die dann neu auswerfe in der Zeit. So, plöpp. Dann nehmen wir die zwei zur Hand. Und gucken mal, was da an der Leine zappelt. Also der Sechserhaken, der scheint hier fast besser zu laufen als der kleinere. Zumindest schon der zweite Fisch an der Route. Kann natürlich auch sein, dass der Spotter einfach besser ist, wo ich die immer hinwerf. Und der an 3 ist ganz beschissen. Oder die mögen hier einfach keinen Dampel. Ich hoffe mal einfach, dass die Welse auf den Dampel gehen, aber garantieren kann ich das auch nicht. Aber solange wir den hier noch drillen können, können wir natürlich abwarten, was passiert. Wird halt immer viel Karpfen in Videos geben, weil es halt einfach hauptsächlich ein Karpfensimulator ist. Natürlich gibt es auch ein paar andere Fische. Die sind aber zum einen erstmal uninteressant, weil die nicht so groß werden. Wobei, gibt natürlich dann halt die Bossfische. Aber da habe ich ihn schon gesehen. War das ein Karpfen? Die Flosse, die sah fast aus wie ein Wels, die Rückenflosse. Aber war zu kurz, um da irgendwas genaueres zu sehen. Einfach jetzt konzentriert bleiben und den weiter drillen. Schön abziehen lassen. Aber nicht um die Kurve, mein Freund. Bleib schön hier. So ist brav. Nee, so ist nicht brav. So ist brav, genau. Das ist tatsächlich ein Wels. Wir haben den Wels an der Route. Freunde der Sonne. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir den Wels. Also, was war das für ein Köder? Boilie, glaube ich. Dann werden wir gleich alle auf Boilie auslegen hier. Scheiß auf Dampel, ganz im Ernst. Na, aber jetzt müssen wir den hier natürlich ausdrillen. Da haben wir auf jeden Fall den ersten Wels an der Route. Perfekt. Hätte ich nicht gedacht, dass wir den hier am See tatsächlich fangen. Ich wollte einfach nur der Abwechslungshalber, wie gesagt, den See hier machen, weil es hier halt auch welche gibt. Und damit zumindest die Chance noch da ist, überhaupt einen zu fangen. Aber wenn das natürlich klappen würde, wäre natürlich perfekt. Aber noch ist er nicht draußen, also nicht zu früh freuen. Wir haben jetzt schon mal eine Route, haben ihn schon mal kurz vorbeischwimmen sehen. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber an Land haben wollen wir den natürlich auch, damit wir unser Foto machen können. Und das Thumbnail natürlich. Das muss ich dann wieder rausschneiden. Das möchte ich nämlich dann auch da drauf packen. Jetzt können wir schon den Kescher anlegen, aber der Fisch, der möchte nochmal flüchten. Also wenn wir von dem so einen richtigen Brocken dran haben, dann könnte das natürlich schon Kampf werden. Wir merken jetzt schon, dass der nicht so schnell müde wird. Auf jeden Fall gut, dass ich schon mal die Rolle und die Schnur habe. Denn ich glaube, mit dem Anfänger-Equipment hier wäre das hier nicht ganz so easy geworden. Bin auf jeden Fall schon gespannt, was der auf die Waage bringt. Nein, nicht hinter Baum. Nein, Freund, bleib hier. Komm. Hinter Baum ist doch doof. Ja, schon ein bisschen weiter raus. Und gib mal langsam auf. Ich wusste schon, warum ich hier am Baum angeln wollte. Ich habe ein bisschen Angst, dass die Schnur sich da verfängt und ich da ein paar Fische verliere. Ist mir schon mal passiert, dass der um so eine Kurve rumgeschwommen ist, wo so ein Baum auf der Kante stand und ich den da nicht bekommen habe, weil der sich losgerissen hat.
Und das muss eigentlich daran gelegen haben, weil ich hatte keine zu hohe Spannung oder zu niedrige Spannung, dass ich den irgendwie hätte verlieren können. Aber ich glaube, der hier ist jetzt müde, oder? Den können wir ranpumpen. Den können wir ranpumpen, Freunde. Und da kommt der Wels. Was ein Fisch. Was ein schöner Fisch. Ziehen wir den mal raus und gucken, was er auf die Waage bringt. Wahrscheinlich hat er jetzt so eine Handvoll. Und? Ist ein richtiger Brocken, meine Freunde. Das ist ja ein richtiger Brocken. Was haben wir denn hier gelandet? Schöner Schwarz Paletail. Wenn das mal nicht ein Boss-Wels ist, meine Freunde. Der erste Wels und direkt ein Boss-Wels. Zumindest der erste Wels auf Video. Und der erste dickere Wels für mich. 21 Kilo. Paletail. Was auch immer das heißt. Was heißt denn Pale? Blass oder sowas? Boah, da kommt wieder mein Englisch-Leistungskurs zur Geltung. Den ich auf jeden Fall hatte, aber schon ein paar Jahre her ist. Nichtsdestotrotz haben wir den gefangen. 1000 Anglerpunkte bringt der. 95 XP ist jetzt nicht so eine Menge, aber auf jeden Fall 1000 Anglerpunkte ist schon mal nicht schlecht. Und wir haben den Wels gefangen. Sogar den Boss. Richtig nice. Das freut mich auf jeden Fall richtig. Puh. Schöner Drill auf jeden Fall. Packen wir zurück. Und gucken mal, ob wir vielleicht sogar noch einen kriegen können. Wo habe ich den hingeworfen gehabt? Weiß ich nicht mehr. Irgendwo da so. Zack. Raus mit dir. Dann hole ich noch kurz mal die drei hier ein. Und werde die auch auf Boily auslegen. Warum biegt sich denn die Rute so? Ist doch gar nichts dran. Da ist ein Fisch dran. What? Wo kommt der denn her? Wo kommt denn der Fisch her? Die hat doch zu keinem Zeitpunkt, also außer die SOS da, die mal da waren, aber sonst hat er doch nicht gepiept. Und vor allem, warum ist er dann so lange dran? Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja gut, auf jeden Fall. Was haben wir denn da jetzt dran? Ist das ein Karpfen? Boah, ich kann es euch ehrlich gesagt nicht sagen. Ich denke mal, dass es das ein Karpfen ist. Ich habe nur so die Rückenflosse gesehen und die Rückenpartie. Sah ein bisschen komisch aus. Ja, müsste. Boah, der ist gar nicht so klein. Uiuiui. Da geht sogar die Bremse mal hier richtig los. Ja, nice. Da haben wir noch einen dicken Fisch hier an der Leine. Wo auch immer der jetzt herkam. So kann es natürlich auch gehen. Ich nehme alles, was ich hier kriegen kann. Ob die jetzt hier bei Witzanzeiger piepen oder nicht, ist mir dann auch egal. Also, drillen wir den jetzt hier auch noch aus. Und dann gucken wir mal, ob das vielleicht sogar ein Boss-Karpfen wäre. Wenn es hier. Wie viel Boss gab es hier? 26, 24? Ich weiß nicht mehr. Irgendwie im 20er-Bereich, glaube ich. Also wäre das doch schon mal nice, wenn wir direkt zwei fangen würden im Video. Ja, ich weiß, du willst noch mal gehen, deshalb habe ich den Cash schon mal noch nicht rausgezogen. Denn der lag noch nicht auf der Flanke, auch wenn wir den natürlich auch versuchen können, so zu cashern, aber meistens zieht er dann sowieso noch mal ab, also dann lieber ausdrillen und wir kriegen hier wieder so ein Piep-Piep-Piep. Heißt das wieder, wir haben den nächsten Fisch an der Leine oder ist das jetzt diesmal nicht der Fall? Ja, der möchte noch mal. Wir sind jetzt hier gut getarnt im Busch, kann uns nichts passieren. Sehen wir die Blätter hier aus der Nahaufnahme auch schön. Vielleicht finden wir eine Raupe oder so, die wir dann als Köder benutzen können. Nacktschnecken sind auch sehr gute Köder übrigens. Wir sind mal die Würmer beim Angeln ausgegangen, da habe ich die Nacktschnecken benutzt. Das hat zwar keinen Erfolg gehabt, aber ich habe gelesen, das soll funktionieren. Mir hat es jetzt nicht so viel Glück gebracht, aber was tut man nicht alles, wenn man keinen Köder mehr hat? Ich habe auch schon mit Steak geangelt. Mit dem guten argentinischen Hüftsteak. Da saßen wir da. Haben tatsächlich beim Einkurbeln einen Biss bekommen. Und er war richtig hart. Da ist auch alles abgerissen. Was das war, wissen wir bis heute nicht, weil wir Nachtangeln waren. Und das nur laut geplätschert hat. Und dann war er auch schon weg. Und die Schnur durch. Also klein kann er nicht gewesen sein. Aber das weiß man dann leider nie. Was man im Endeffekt da dran hatte. Vielleicht war es ein Stiefel, den einer von der anderen Seite reingeworfen hat. Daher das Platschen und
Der Abriss, dann weil er sich mit Wasser gefüllt hat und schwerer wurde. Aber wir haben keinen auf der anderen Seite gesehen. Also vielleicht auch ein Fisch. So wie den hier, den wir gerade dran haben. Der aber genauso kämpft wie der Wels, auch wenn es kein Wels ist. Ich bin schon richtig gespannt, was das hier wird. Das sieht irgendwie so länglich aus. Ich weiß nicht, was das ist. Langer Karpfen, Torpedokarpfen bestimmt. Na komm, langsam musst du doch müde werden, mein Freund. Jetzt? Bist du müde? Nein. Nein, natürlich nicht. Dann zieh nochmal ab. Hat es auf jeden Fall auch aufgehört zu regnen wieder. Es hat es schon lange aufgehört zu regnen, fällt mir jetzt erst auf. So vertieft bin ich hier in den Drill und pass auf, dass er nicht irgendwie versucht abzureißen oder zu entkommen. Aber ich glaube, jetzt haben wir ihn, oder? Ja, jetzt können wir den hier mal easy ranpumpen. Und schau mal, was das ist, wenn er sich von... Alter, ist das ein Brocken. Alter Falter. Junge, das ist doch ein Bossfisch. Das ist doch ein Bossfisch. Wenn das kein Bossfisch ist, dann weiß ich auch nicht. Was ein Monsterkarpfen in schwarz. The Box Common Carp wahrscheinlich. Keine Ahnung. 21 Kilo. Was hat der für eine Form, ey? Richtig nice auf jeden Fall. Wieder 1000 Anglerpunkte, 97 XP. War das ja hammer geil. Ich angle so noch mit großen Haken. Da fängt man nur noch geilen Shit. Auf den kleinen hier haben wir so kein Biss die ganze Zeit bekommen hier, außer den ersten. Danach nur noch auf den großen. Da passt nicht mal die Schwanzflosse aus Bild. Der ist ja fast größer als der Wels, meine lieben Freunde. 21 Kilo, der wiegt sogar genauso viel wie der Wels. Also haben wir mal einen Wels gefangen in Karpfenformat, beziehungsweise umgekehrt. Richtig nice. Ich würde sagen, damit können wir auf jeden Fall das Video beenden. Zwei Bossfische in einem Video nacheinander gefangen. Das ist meine Leistung, würde ich sagen. Wahrscheinlich ist das mega häufig der Fall, weil die einfach mega häufig zu fangen sind. Aber ich freue mich trotzdem. Also ist mir das auch egal. Ich bedanke mich an dieser Stelle auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffe, im nächsten Video werden wir dann wieder so einen Erfolg haben. Vielleicht machen wir dann mal ein Turnier. Oder was anderes. Herausforderungen. Mal schauen. Ich werde mir das auch überlegen und dann werden wir das im nächsten Video dann halt sehen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung sehr freuen. Und dann sage ich Petri heil und bis zum nächsten Mal.